Hallo und herzlich willkommen in der Rib Kitchen. Heute ein halbwarmer Salat mit Fenchel und Rotkohl. Ah was, es ist die letzte Folge jetzt vom veganen Rib Kitchen. Und zum Abschluss habe ich euch das Covermotiv, der Rotkohlsalat, kurz vorbereitet. Also man nimmt Rotkohl, ein Viertel davon, und schneidet den einfach in Streifen. Ich springe ein bisschen von den Dialekten hin und her, das stört euch hoffentlich nicht. Ich bin jetzt in der Kurpfalz. Rotkohl kleinschneiden, rein in die Schüssel. Als nächstes brauchen wir Frühlingszwiebel, einfach neu schneide. Ich wollte es hacken, aber hat nicht geklappt. Und die auch einfach obendrauf da, immer mit dem Messer draufgeben. Petersilie, ein halber Bund, einfach so klein hacken, Hacke-Peter-mäßig da drauf. Jetzt zum Fenchel. Den Fenchel in kleine, also auch so, man schneidet viel im Veganen, ihr merkt schon. Also rein klein schneiden, Kokosfett auf den Griddel oder in eure Pfanne und drauf mit dem Fenchel. Den einfach anbraten, halt so, dass er, ich sag mal 10 Minuten. So. Zur Soße etwas Olivenöl, Zitronensaft, eine halbe Zitrone ungefähr reinpressen und einen Dijon-Senf. Das ist ein guter französischer Dijon-Senf, der schmeckt sehr, sehr gut. Und dann etwas Honig, das dauert immer ewig lang, deshalb ich bin multitaskingfähig. Ich kann nämlich Honig in halbfertige Soße reinmachen und dabei den Fenchel umdrehen. Aber was, unfassbar, oder? Talentiert, da brauche ich mich nicht verstecken. Ich hätte locker real machen können, hat aber keinen Bock dazu. Deswegen, hä? Also, wenn ihr fertig seid, nimmt ihr die Vinaigrette. Also jetzt reicht's auch mit dem Honig mal. Komm, steht's auf. Also, ein bisschen Salz dazu. Und dann, ganz wichtig, natürlich etwas Pfeffer. Warum kommt da nichts raus? Was? Ah, du Penner! Nimmt man zurück. Und dann schüttelt man das Ganze. Also man schüttelt es im Einwegglas, das nehme ich immer gern. Da lässt sich was gut schütteln und auch das gleichzeitig zum Double-Tasking. Two-Hand-Ripkey, würde ich sagen. Soße oben drüber, ein bisschen umrühren und ja, ein bisschen scharfes Öl habe ich auch noch dran gemacht an der Fenchel. Etwas Salz, kein Pfeffer mehr, das fasse ich nicht mehr an, das Ding. Und den gebratenen Fenchel einfach oben drauf umrühren. Und was fehlt jetzt noch? Genau, etwas Säure von etwas Zitrone und zum Abschluss ein wenig Walnuss. Ich hätte fast Haselnuss gesagt. Walnüsse oben drauf. Fertig ist der halbwarme, warum sage ich eigentlich halbwarme, lauwarme Salat.